Extremste Straßenklette hat am Freitagmorgen die Folge, dass es in den Bereichen Trierland und Wittlich-Bitburg zu mehreren Verkehrsunfällen kam. Auf der L43 befuhr eine junge Frau die Strecke zwischen der Kreuzung Zemmer und Heidweiler, als sie infolge von extremster Straßenklette von der Fahrbahn abkam, in den Wald flog und gegen einen Baum prallte. Sie hatte Glück und konnte sich selber aus dem Wagen befreien und wurde leicht verletzt. An ihrem Auto entstand erheblicher Sachschaden. Im Einsatz waren die Polizeiinspektion Schweich sowie das DRK aus Speicher und Erang mit Notarzt. Ebenso wurden viele Autofahrer durch eisglatte Straßen im Bereich Bitburg überrascht. Zwischen 6:15 Uhr und 8:15 Uhr waren insgesamt 12 Verkehrsunfälle auf eisglatten Straßen. In allen Fällen blieb es bei Sachschäden. Allein auf der L39 zwischen Speicher und Herforst ereigneten sich 5 Verkehrsunfälle. Unter anderem fuhren doch 2 Pkw auf ein Polizeifahrzeug der Security Police des US-Flugplatzes Spangdahlem auf, das dort gerade eine andere Unfallstelle absicherte. Weitere Unfälle ereigneten sich in Körperich auf der B50 in Höhe der Abzweigung nach Brecht, auf der L32 bei Nattenheim und im Verlauf der L46 und L36 im Raum Speicher und Rothaus.